Hier hat Bosch richtig Mist gemacht, er hat nämlich das Lösemoment nicht angegeben. Aber der kann auf jeden Fall mehr. Wir werden gleich sehen, dass diese Aussage Quatsch ist, denn wir haben hier einen Drehmomentschlüssel, 450 Newtonmeter und ziehen diese Schraube an. Also nehmen wir jetzt den 300er mit einem Anzugsdrehmoment von 300 Newtonmeter, wo Bosch aber nicht gesagt hat, was das Lösemoment ist. Ihr habt gerade gesehen, das funktioniert wunderbar, also auch wesentlich mehr als das Anzugsdrehmoment. Das ist übrigens bei allen Schlagschraubern so. Das Anzugsdrehmoment ist nochmal was ganz anderes als das Lösemoment. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr zum Beispiel ein Gerät habt wie das hier, was nur 210 Newtonmeter anziehen kann, der kann locker 300 Newtonmeter lösen.